suchen heute die Stadt Firgas im Norden der Insel auf. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Barranco Azuaje, den wir ein Stück durchlaufen wollen. Das Auto parken wir auf einem Wanderparkplatz an der GC 305 am Ortsrand von Firgas. Hinten ist Moja. Wo? Auf der anderen Seite vom Barranco. Ja, ich sehe es. Jetzt müssen wir mal gucken. Das hier ist so ein Zwischending, sage ich jetzt mal. Zwischending? Weil die 60er-Wanderung geht da durch. Ja. Die Zusatzwanderung geht da durch. Ach so. Ja, da müssen wir mal gucken, wo wir den Einstieg haben. Kann sein, dass wir da runter gehen müssen. Gucken. Links runter. Von dort folgen wir einige Meter der Asphaltstraße, bis wir in den Barranco hinabsteigen. Am Barranco-Grund angelangt, folgen wir dem Bach in Fließrichtung und wechseln mehrfach die Bachseite. An vormontierten Taue muss die ein oder andere Höhendifferenz überwunden werden. Bei dem verfallenen Kurhotel verlassen wir den Barranco und steigen über einen Sabentinenpfad steil nach Firgas auf. Nach einem Bummel durch den Ort geht es zum Wanderparkplatz zurück. Am Höhenprofil lässt sich der Einstieg, den Grund vom Barranco und der steile Aufstieg gut erkennen. Start und Ziel ist der Wanderparkplatz an der GC 305 bei Firgas. Die 5,8 Kilometer durch den Barranco haben wir in einer reinen Wanderzeit von 2 Stunden und 45 Minuten erwandert. Der Aufstieg liegt bei 289 und der Abstieg bei 285 Höhenmeter. Der GC 305 folgen wir Richtung Süden. Vor einer markanten Linkskurve führt nach rechts ein schmales, abschüssiges Asphaltsträßchen, dem wir folgen. Schon nach 140 Meter an einer alten Doppelgarage verlassen wir den Asphalt und gehen geradeaus auf der Betonpiste weiter. Gute 100 Meter hinter der Garage, nahe einem umzäunten Haus, beschreibt die Piste eine Rechtskurve. Wenige Meter weiter achten wir auf einen rechts abzweigenden und steingepflasterten Weg. Der Wegweiser Reserva Natural Especial de Azuaje führt uns durch haushohes Schilf. Auf dem Pfad gehen wir entlang einer Steinmauer in den Barranco hinunter, passieren ein Trafohäuschen und nehmen dann die Betonpiste. Bereits jetzt stellt sich ein erster schöner Blick in den Barranco ein. An einem notdürftig errichteten Zaun wurde das kleine Lamm von seiner Mutter getrennt und beschwerte sich lauthals. Der Zaun störte uns weniger, denn wir müssen hier scharf links zu einem mächtigen Eukalyptusbaum abbiegen. Wir folgen dem abwärts führenden Pfad weiter in den Barranco hinein. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ay, se me olvidó en la guagua. La gente se apresura por las calles de La Habana. El tiñe se alborota para llenar la pala. Dann wird es abenteuerlich. Auf einem schmalen Felsenpfad, der uns etwas später sogar unter einem riesigen Felsbrocken hindurchführt, endet der Pfad in einem tunnelartigen Grün. Parallel zu einer mächtigen Felswand, die sich mittlerweile rechter Hand zeigt,
geht es über platzierte Steine in den Talgrund zum Barranco hinunter. Folgen nun dem Bach Barranco de la Virgen durch die enge Schlucht in Fließrichtung. Über den ersten Zufluss musste noch eine kleine, künstlich geschaffene Furcht angelegt werden, um trockenen Fußes hinüberzukommen. Bitte? Soll ich noch Zeug hinwerfen? Das geht. Wie? Oh, hier ist das Seil. Oh, das ist eine Kletterparty hier. Die alte Frau hier rum noch zu klettern. Seil ist gut. So, fast die über die Hälfte habe ich schon mal. Muss man hier auf der anderen Seite, da ist noch mal ein Seil. Uah. So. Das ist zwar schon aus der Angel geraten. Wir sind schon so Haken abgegangen. Oh, hier ist es denn rutschig. Oh, geschafft. Geschafft! Oh. Auf dem weiteren Verlauf durch die Schlucht kreuzen wir mehrmals den Bach. Mal geht es auf der linken, mal auf der rechten Seite vom Bach weiter. Weil hier links Treibgut liegt. Wow. Tja, von dem kleinen Bächelchen, das kann schon reißen. Nächste Herausforderung. Guck mal, der ist auch abgegangen. Der letzte Akt von der Kletterei, glaube ich. Die ganze Zeit schleppt man die Stöcke mit, dann hat man sie mal nicht dabei. Immer selber. Gut, dass ich mir den hier eben noch mitgeholt habe.
Ne, im Regen, wenn am Regen, dann kannst du hier vergessen. Ich mach mir nochmal die Schuhe sauber. Also wirst du schrentieren? Ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. So, und das war ein Bunker im Zweiten Weltkrieg. Was kann das? Das scheint eine Fabrik gewesen zu sein. Aha. Da stehen Maschinen noch drin, Zahnräder. Aha. Rohre. Meinen die da reinsetzen, die wissen das ja, wie sie die macht, wie es vielleicht am besten war. Das ist eine Herausforderung. Oh ja. Was wir eben erzählt, wir hätten das Gefährliche. Zurück auf den Baumstamm. Da stelle ich erstmal meinen Stock. Ich kann nur das sagen, was ich gelesen habe. Ich kenne die Strecke auch nicht. Aber das nächste Mal weiß ich sie. Das nächste Mal kenne ich sie. Langsam. Oh nee. Was ist oh nee? Guck, wie ich da drüber gegangen ja. bin. Ingrid geht immer den nächsten Umweg. Oh, 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 die wackelt. Oh. Oh, wackelige Brücke. Ich halte die ein bisschen fest. Dann dreht sie sich nicht so. Oh je, 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 je. Was war dein Vorschlag, die Tour hier? Hier müssen wir um die Steine rum. Geht. Musst du durch das Wasser gehen. Das muss nicht sein mit Wasser. Hä? Das muss nicht sein. Immer wieder eine neue Überraschung. Kommen wir denn hier drüber? Ach, hier ist ja noch ein Handlauf. Sonst wäre ich nämlich nicht drüber gekommen. Ohne die Füße nass zu kriegen. Schön, dass die überall die Baumstämme hingelegt haben, ne? Hinter jedem Eck eine neue Überraschung.
angelegten Feldsteig Campino de la Capellina gelangt man nach Fergas zurück. So. Wir gehen hier lang. Der sonst so schmale Pfad hat mittlerweile an Breite zugelegt und wir kommen zügig voran. Wir gelangen zu einem Picknickplatz, der sowohl von Moya wie auch von Fergas aus zu erreichen ist und wie wir mittlerweile wissen, an den Wochenenden von den Spaniern stark besucht wird. Hier stehen einige Tische mit Bänken, die leider schon ein wenig in die Jahre gekommen sind. Dort kann man entspannt eine Pause einlegen und die Umgebung, in der wir uns befinden, einfach genießen. Nur wenige Meter vom Picknickplatz stoßen wir auf ein weiteres Highlight der Wanderstrecke, das verlassene Kurhotel Balneario de Zurche. Heute sind nur noch die Ruinen des ehemaligen Kurhotels übrig. Das Hotel wurde 1868 im Barranco eröffnet und bis einschließlich 1938 betrieben, musste aber aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb einstellen. Zudem brachten die negativen Kriegsumstände das endgültige wirtschaftliche aus. Vom Kurhotel geht es zunächst über langgezogene Treppenstufen aus dem Barranco hinaus. Nach den Treppenstufen liegt dann ein steiler, serpentinenartiger Aufstieg nach Fergas vor uns. Skywalk. Von einem kleinen Skywalk werfen wir noch einmal einen letzten Blick auf das Kurhotel. Dann siehst du doch gleich, wo wir hätten es können runtergehen, wenn wir oben rauskommen. Aha. Das machen, wo der Einstieg ist. Ja. Hat es ja nicht auf dem Wandernavi sehen können, oder? Im Ort Fergas angekommen, gelangen wir zum Mirador de las Madres. Der Aussichtspunkt befindet sich nur 300 Meter vom historischen Viertel der Gemeinde Villa de Fergas entfernt. Und von hier aus kann man die Großartigkeit der Schlucht noch einmal bewundern, die in mehreren Bereichen mit verschiedenen Namen aufgeteilt ist. Vom Mirador aus geht es für einen kurzen Abstecher in den Ort hinein, um uns die bekanntesten Highlights anzusehen. Als erstes gelangen wir zum Paseo de Canarias. Hier ziehen sich die Kanarischen Inseln in Form von einer Reliefdarstellung, einem typischen Bild und dem dazugehörigen Wappen der Straße Paseo de Canarias hoch. Im Anschluss von Paseo de Canarias ist die bekannteste Sehenswürdigkeit von Fergas
der Brunnen Paseo de Gran Canaria. Dieser wurde 1995 eingeweiht. Der Brunnen soll den Wasserreichtum von Fergas darstellen. Parallel zur Wassertreppe vom Brunnen befinden sich auf der rechten Seite kleine Bänke mit den Wappen aller Gemeinden von Gran Canaria und einem typischen Bild. Diese Bilder sind aus Fliesen hergestellt, die aus Sevilla stammen. Die letzte Sehenswürdigkeit ist eine restaurierte Gofio-Mühle, die aber leider zurzeit geschlossen war. So verlassen wir Fergas und gehen zu unserem Auto, das sich am Ortsrand befindet. Das Fazit: eine beeindruckende Schlucht mit sehr viel Abwechslung auf der Route. Ob es die Vegetation ist, die alten verfallenen Bauten, die senkrechten Felswände, das abenteuerliche Überqueren vom Bach oder die Kletterpassagen, die uns besonders gut gefallen haben. Da sind's wieder.